Hallöchen! Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück. Und für alle Leute, die meinen Kanal gefunden haben, wünsche ich natürlich ein herzlich willkommen. Ich bin die Tanja, das ist mein Kanal, Tanjas Call of the World. Und meistens geht es hier immer drunter und drüber. Und ja. Heute, ich sag euch erstmal, um was es heute geht. Und zwar, bei Lock Fantastic war wieder es Boxenzähl. Und zwar, da hat man diesmal 2 für einen gekriegt, also zwei Boxen für einen Preis, im reduzierten Preis. Und ich sag mal, wir fangen einfach mal an und schauen, was in den Boxen drin ist. Meine Lieben, wie gesagt, ich habe hier ein Kartönchen stehen, der ist noch zu. Ich habe noch nicht reingeguckt. Der Karton, ich muss sagen, der Karton ist ziemlich leicht, obwohl er so groß ist. Ich habe mal 2 Boxen mir besorgt, wie gesagt. Und wir schauen einfach mal rein, was diesmal so in die Boxen drin sind. Ich hoffe ja, ich spekuliere ja immer auf diese ganz tolle Creme. Da fahre ich ja voll drauf ab. Das ist meine absolute Lieblingscreme. Ich zeige euch die einmal. Wirklich, wirklich, wirklich. Diese Creme, auf diese Creme stehe ich voll. Das ist für mich die beste Creme. Das ist für mich die beste Creme, die es überhaupt gibt. Wirklich. Und die ist gerade nicht günstig. Die hatte ich mal auch in einer Box drin gehabt. Ich denke mal, ich höre jetzt auf zu schnacken. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich werde jetzt einfach mal hier anfangen. Ich hoffe, ich hoffe einfach, aber ich denke es mal eher nicht, weil der Karton einfach zu leicht ist. Bin gespannt, was da drin ist, wirklich. Wie gesagt, ich habe 2 Boxen mal geholt. Ich glaube, die 3 und die 1 habe ich mir geholt. Und wie gesagt, das war es dann auch an Boxen. Ich habe auch nicht bei Glossy mitgemacht oder so, obwohl ich war erst mal überlegen. Man hat das nicht funktioniert, Gott sei Dank nicht voll funktioniert. Wirklich, ich versinke in diesem ganzen Zeug. Ab und zu ist es okay, aber man muss nicht bei jedem Sale, der jeden Monat kommt, muss man nicht mit dabei sein. Obwohl ich schon gesehen habe, es sind tolle Produkte drin, ne? So, irgendwie sind sie falsch rum eingepackt, okay? Das ist eine Box schon mal. Und noch eine Box. Ich hoffe ja nicht, dass ich zweimal das gleiche habe. Obwohl ich das unterschiedlich angeklickt hatte. Schauen wir mal. So, die Boxen sind auf jeden Fall noch zu. Da wird keine Creme drin sein, das merke ich schon. Egal, schauen wir mal, was so in der Box drin ist. Zack. Okay, ach, die hatte ich schon mal. Ja, die hatte ich schon mal, die Box. Schade, schade, schade. Und zwar diese. Die hatte ich schon mal. Die hatte ich schon mal. Wie gesagt, das Unboxing werde ich euch oben auch verlinken. Die ist total leicht. Aber ich zeige euch das trotzdem. Ich hoffe, dass da überhaupt was drin ist. Ich weiß es nicht. Zack. 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 Okay. Ja, das ist nicht schlecht. Ist eine tolle Haarmaske. Die haben wir aber auch noch, habe ich auch noch nicht getestet. Ist auf jeden Fall eine Haarmaske von Christoph Robin. Eine Haarmaske. Die ist nicht billig, ne? Wie gesagt. Okay, dann haben wir von Polar die Creme. Die ist gut. Die habe ich auch hier stehen. Die ist schon fast leer. Ich zeige euch einmal die da drin ist. Wie gesagt, das Ding ist auch nicht ganz voll, ne? Das ist meine, die ich gerade hier in Benutzung habe. Das ist gut, habe ich ein Backup. Die ist nämlich auch nicht schlecht. Die ist ja mit Polarwasser, ist diese Creme gemacht. Ne? Da ist Polarwasser mit drin oder Gletscherwasser, wie auch immer. Die ist nicht schlecht. Die nehme ich, benutze ich. So, dann haben wir hier von Bloom und Blossom ein Multibalm. Das ist ein Multibalm für trockene Stellen. Finde ich gut. Ne? Wenn einer trockene Ellbogen hat oder trockene Lippen hat, die kann man sich abends schön dick einschmieren, ne? Über Nacht, ne? Als Maske machen.
oder trockene Hände hat, ne? So wie ich. Immer von dem ganzen Papier, was ich so im Kartons, was ich so rumtrage, trocknen meine Hände doch ziemlich stark aus. Ne? Im Winter ist das vor allem schlimm. Da kommt noch die Kälte dabei, platzen die Fingerkuppen auf und hier zwischen vor allen Dingen. Das ist gut, gut, gut. Ne? Für schnelle Hilfe ist ganz okay. Dann haben wir hier ein von Lotti London. Ist das ein Kajal? Eyeliner, das ist gut, kann ich immer gebrauchen. Kajal oder Eyeliner Black. Ne? Das ist gut, habe ich dann auch wieder ein Backup. Wird ja nicht schlecht. Ne? Das finde ich gut. Dann haben wir hier, das ist was auch mit Kokosnusswasser. Ja, das ist auch irgendwas, das ist leider nicht auf Deutsch. Ich hatte das mal durchgelesen. Das ist auch auf jeden Fall eine reparierende Creme für das Gesicht. For Skin, ja. Für empfindliche Haut auf jeden Fall. Das ist nicht schlecht. Das Produkt. Ne? Ja. Das wollte ich auch mal getestet haben. Das hatte ich hier auch mal stehen. Aber dann bin ich auf ein anderes Produkt gegangen. Und habe das andere wieder weggepackt. Ich hatte das hier stehen zum Testen. Und dann, wie gesagt, hatte ich irgendwie ein anderes rausgesucht. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Dann habe ich das auch mal im Backup jetzt. Und okay, der wird auf jeden Fall weiter wandern. Hier haben wir diesen Pinsel. Also hier für die Augenbrauen zu machen, ne? Mit dem Spoolie dran. Ja, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Den habe ich ja auch hier. Ich zeige euch den mal, den ausgepackten. Das ist dieser hier. So, ne? Dieser hier. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe 15 Euro für beide Boxen bezahlt. Ich glaube, 15 oder 20 Euro, ich weiß, bin mir jetzt aber nicht so sicher. Warum nicht? Wie gesagt. Und dann haben wir diese tolle Seife, die duftet, ne? Die duftet, das ist auch wieder so für einen Unterwäscheschrank. Sowas kann man sich im Unterwäscheschrank stecken, was ich aber nicht tue. Ich tue mir keine Seife im Wäscheschrank stecken. Nee, nein, das tun wir nicht, das tun wir nicht. Aber es ist eine wirklich tolle Seife, wie gesagt, die ist auch mit Schlamm. Ach, wie heißt das jetzt? Mir fällt das jetzt nicht ein. Schlammseife, genau. Mineralische Schlammseife. Diese Seife für Gesicht und Körper wirkt hautbelebend, entfernt sämtliche Schmutzrückstände. Ist ein tolles Produkt, wie gesagt. Ist nicht schlecht und die duftet wirklich stark. So, das war Box Nummer 1. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht noch so eine Box haben, dass ich zwei unterschiedliche Boxen wenigstens habe. Ja, schade, ich hätte gerne diese Creme gehabt. Aber ist leider nicht. So, machen wir weiter. Könnte eine andere Box sein, ich hoffe. So, die ist auch noch so, der Karton. Man kann ja nie widerstehen, wenn da steht, zwei für einen Preis, ne? Obwohl man so viel schon hier rumstehen hat. Oh, das ist eine andere Farbe, ich glaube. Die habe ich noch nicht gehabt. Die habe ich noch, nein, die habe ich, die Farbe habe ich noch nicht gehabt. Dann habe ich Glück. Da sind nämlich dann andere Produkte drin. Schaut mal. Eine lila, pinke, Schweinchen, rosa Box, Box, Box. Jo, oder so ein bisschen magenta. So, schauen wir mal rein. Okay, Beauty Box Edition. Oh, hier ist auch. Diesmal fällt mir jetzt gerade auf. Diesmal haben wir hier auch ein Beipackzettelchen, was wir in der anderen Box gerade nicht hatten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produkte war in der anderen Box, aber da fehlte dieses Häftchen dazu. Okay. Wir haben jetzt ein Häftchen dabei. Okay, oder ist das allgemein? Okay. Okay, ich gucke jetzt gar nicht rein. Nein, ich gucke jetzt nicht rein. Oh, die Box hatte ich noch nicht.
Oh, toll. Mir gefällt die Box. Ich glaube, die Box ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, ich habe ein Unboxing vor 2 Monaten gesehen. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. 04. Ja, vor 2 Monaten, genau. Das war die 04 nämlich gewesen. Vom April. Das war die Box, nämlich ab die April-Box. Ja. So, wir haben nämlich hier ein Produkt von Avant drinnen. Hyaluron. Ein Serum. Overnight Serum. Okay, 30 Milliliter. Das wird nicht billig sein. Ich werde mal eben nach dem Preis gucken. Ich werde mal eben nach dem. Oh, also, man bezahlt ja immer den Namen damit, ne? Oh, das war die Creme. Schaut mal. Ich liebe diese Creme. Ich hätte sie so gern nochmal gehabt im Backup. Ach ja. Ist nicht. Ich werde von dieser Creme verfolgt heute. Aber leider habe ich die Creme nicht. Hallo? Wo bist du denn jetzt? Avant. Sind leider keine Preise drin. Ich werde euch den Preis aber raussuchen. So wie es aussieht, ist es keine deutsche Box. So wie es aussieht, ist es keine deutsche Box, weil es nicht auf Deutsch hier draufsteht. Ich weiß gar nicht. Hätte das nicht auf Deutsch sein müssen? Ah, ja, egal. Auf jeden Fall wird das nicht billig sein, dieses Avant, dieser Overnight Serum. Ja, warum steht denn da Pink drauf? Ist das Pink? Ich wollte das aber nicht aufmachen. Warum muss ich das hier stehen lassen? Ich lasse das jetzt zu. Keine Ahnung. Es kann sein, dass das Pink ist. Ich weiß es nicht. So, machen wir mal weiter. Jetzt haben wir eine tolle Maske, eine Rosenmaske. Ich liebe ja Rose. Ich liebe allgemein Rosen. Ich liebe, jeden Tag sehe ich Rosenbüsche. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich liebe einfach Rosen. Rosen sind sowas, ist so eine wunderschöne Blume. Ach ja. Auf jeden Fall haben wir hier eine Maske. Das ist auch eine tierversuchsfreie. Nennen wir das eine tierversuchsfreie Maske? Nö, steht nicht drauf. Aber für Male in Korea steht leider nicht drauf, ob das tierversuchsfrei ist. Auf jeden Fall ist das aber eine vegane Maske. Okay. Wasserfree, 15 Minuten. Und ja, die werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Sehr sweet. Vom Beauty Pro auf jeden Fall. Die waren nicht billig. Ich weiß, dass diese Masken auf jeden Fall nicht billig sind. Das weiß ich. Weiß ich. Okay. Dann haben wir hier ein paar Wimpern drin. Okay. Die sind ganz leichte Wimpern. Mit Wimpernklebern werden die gemacht. Okay. Dann muss ich mal gucken. Das weiß ich noch nicht. Einmal links und für rechts. Von Eluri London. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall sind das ganz leichte Wimpern. Ganz, ganz leichte Wimpern. Wirklich leichter als leicht. Wimpern und ich sind noch nicht so befreundet. Ich habe hier jede Menge Wimpern. Könnte ich euch auch mal zeigen. Könnte man mal ein Video drüber machen. Ja. Ganz ehrlich gesagt, ich habe es, glaube ich, ein oder zweimal probiert und dann habe ich es sein lassen. Ja, wie gesagt, ich habe alles hier, aber ich habe es noch nicht weiter probiert. Weil ich auch eigentlich auch Brillenträger bin und da ich die Kontaktlinsen, die ich gekauft habe, leider nicht reinbekomme, weil ich zu blöd bin dafür, Kontaktlinsen in meine Augen zu hauen, wird das nichts. Wird das leider nichts werden. Schauen wir mal. Ich muss mal gucken. Ich habe ja bald Urlaub und dann wird geübt. Ja. Wenn auch nicht so billig sein, sagen wir mal so, ne? So, und dann haben wir einen ganz tollen Nagellack drin. Einen ganz tollen Nagellack haben wir drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier ist ein Produkt zu wenig, glaube ich, drin. Ich weiß nicht. Ach so, das oder das hätte man haben können. Ach so, okay. Entweder hätten wir von Bella Prayer den Bronze Highlighter und Eyeshadow drin haben können. Oder halt den Nagellack. Wir haben jetzt den Nagellack drin. Finde ich auch nicht schlecht. Finde ich gut. Ist eine tolle Farbe. Schaut mal. Von dieser Firma haben wir diesen türkisfarbenen Nagellack schon drin, ne? Gehabt. In der Glossy Box war das, glaube ich. Ja, eine Glossy Box. Ja. Das ist nicht schlecht. Das ist kein weißer, das ist ein rosafarbener Nagellack auf jeden Fall. Leicht rosa, finde ich gut. Nicht schlecht. Schön, schön, schön. Gefällt mir. Ganz toll. So.
Dann haben wir hier drin Everglam von REN Clean Skincare. Was ist das? Eine Tagescreme. Global Protection Day Cream. Okay, das ist auf jeden Fall vegan. Ich versuche euch auf jeden Fall die Preise. Ich weiß nicht, ob ich die Preise finden werde. Ich werde euch das auf jeden Fall versuchen rauszusuchen, umzurechnen. Hier haben wir 15 Milliliter drin. Für sensitive Haut auf jeden Fall. Everglam. Global Protection Day Cream. Okay. Ja. Nee, ist zum Testen nicht schlecht. Ne? Ja. Aber ich hätte immer noch gerne diese Creme gehabt. Aber egal. So, dann haben wir ein Lippen von Glow Schrübex. Das ist dieses komische Handtuchteil, wo man sich die abgestorbenen oder trockenen Hautschüppchen von den Lippen massieren kann. Hier. Dieses ist das. Ja. So sieht das aus. Ich weiß nicht. Okay. Ja, sowas packt man sich dann irgendwo hin. Ist nicht schlecht. Fühlt sich gut an, sieht gut aus. Aber ehrlich gesagt, ich habe dafür, glaube ich, gar keine Zeit. Ich weiß es noch nicht, ob ich dieses testen werde. Schauen wir mal. Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, da geht man ja mit dem Finger hier so rein. Mit dem Finger. Fühlt sich auf jeden Fall nicht so billig an, ne? Ist schon gut verarbeitet, würde ich sagen. Ist schon gut verarbeitet. Wir hatten vor ein paar Jahren hatten wir mal was gehabt. Das war auch so ähnlich. Waren eben unterschiedliche Größen gab es das. Auch für den Körper oder fürs Gesicht zu mal abzumassieren. Also vor Jahren, vor 6, 7 Jahren oder so, hatte ich mal in eine Glossy Box sowas Komisches drin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es nicht schlecht. Ich glaube, ich werde es testen. Wir testen das Ding und dann ist gut. So, jetzt haben wir die Box auch, ist auch schon wieder leer. Okay, ich habe glaube ich 15 Euro bezahlt. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube 15 oder 20 Euro habe ich dafür bezahlt. Wir haben einen tollen Nagellack drin. Die Maske ist gut. Jemand, der Wimpern benutzt, okay. Den Pinsel, den habe ich jetzt. Der ist auch nicht schlecht. Die Haarmaske müssen wir austesten. Die soll auch gut sein. Wie gesagt, dann hier. So kleine Pröbchen da, okay. Und die Seife. Wie gesagt, wer jemand einen Schlüppischschrank hat, der kann sich die im Schlüppischschrank schmeißen oder auch mit der Gesicht waschen. Hier ist auch ein Full-Size-Produkt, diese Eyeliner, nicht schlecht. Cremchen gehen immer, ne? Und ist nur die Frage, ob man die vertragen tut. Wie gesagt, so kleine Dinge ist okay. Dann hier die Wimpern, ne? Und dann die Maske. Und das Avant-Zeugs hier. Ja, schlecht ist nicht. Schlecht ist es nicht. Wie gesagt, ich habe ja so 15 Euro bezahlt. Das ist okay. Kann ich jetzt nicht drüber meckern. Wir haben ein oder andere Produkt, ist wirklich super. Wirklich super. Aber mein Highlight. Was ist mein Highlight? Mein Highlight. Ich glaube, der Nagellack ist mein Highlight. Der Nagellack und die Gesichtsmaske. Ja. Ja, würde ich jetzt sagen. Und die Wimpern vielleicht, obwohl ich Wimpern nicht benutze. Ja, machen wir das so. Doch, ist nicht schlecht. So. Das war's jetzt. Wie gesagt, das war das kleine, schnelle Unboxing von den zwei Look Fantastic Boxen. Ich war ja in der Hoffnung, dass ich nochmal Glück habe. Dass ich nochmal Glück habe und diese fliederfarbene, das war glaube ich in der fliederfarbenen Box von der Look Fantastic, wo wir vor ein paar Monaten das Unboxing hatten, auch mit diesem Sale, dass ich diese Box ergatter, wo diese tolle Creme drin war. Diese tolle Creme hier, das war nämlich auch ein Full-Size-Produkt. Zeige es euch jetzt nochmal zum vierten oder fünften Mal, diese tolle Creme. Aber die habe ich jetzt leider nicht. Schade, hätte ich gerne nochmal gehabt. Ich finde die klasse nämlich.
So, meine Lieben, wenn euch das Unboxing gefallen hat, würde ich mir wünschen, wenn ihr mir ein Däumchen da oben da lassen würdet. Und wenn ihr natürlich keine weiteren Videos von mir verpassen möchtet oder mich weiterhin sehen möchtet, lasst mir doch gerne ein Abo da. Ist für euch kostenlos. Und ja. Und wenn ihr das Glöckchen drückt, dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung auf euer Handy, dass ich ein neues Video online gestellt habe, das zumindest ist, wenn man die Woche erscheinen wird. Und ja. Ja, das war's schon. Wie gesagt, und vor allem nochmal zur Wiederholung. Die mich schon abonniert haben, schaut mal nach, ob ihr mich überhaupt noch an euren Abo habt. Ihr wisst ja, YouTube macht den kleinen YouTuber das Leben schwer. Ja, keine Ahnung. Die machen immer Klaui-Klaui von den Abonnenten. Ja. So, jetzt bin ich aber weg. Ne? Und sonst lasst es mal Schlusswort. Denkt daran, passt auf euch auf. Achtet auf euch. Achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns. Eure Tanja. Ciao. Tschüss. 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 T